Für die Voestalpine Stahl sind die Beobachtung von Technologien, deren Bewertung und Umsetzung, das Realisieren von Technologiekooperationen und der Know-how-Schutz eine ständige Herausforderung. Dieser Prozess des sogenannten strategischen Technologiemanagements hat daher eine Schlüsselfunktion in der technologischen Weiterentwicklung des Unternehmens. Da waren mehrere Sachen. Zum ersten war das, dass ich eine Benchmark-Studie durchgeführt habe bei 12 Unternehmen in Oberösterreich, also wirklich die Unternehmen, die was in Oberösterreich führend sind, und habe eben dort den strategischen Technologiemanagement-Prozess analysiert und habe mit Hilfe von Literatur einen Prozess entwickelt mit verschiedensten Tools und Methoden. Die Aktivitäten habe ich abgefragt, auch wie das organisatorisch in den Unternehmen verankert ist und die Erfolgsfaktoren, und habe daraus einen Benchmark-Bericht gestaltet und habe denen die Unternehmen zur Verfügung gestellt und habe für die Voestalpine einen neuen Prozess aufgesetzt und den auch in SharePoint implementiert. Ja, es bringt dem Unternehmen Voestalpine was. Die nehmen den Prozess schon her. Er bindet nämlich die internen und die externen Schnittstellen von diesem strategischen Technologiemanagement-Prozess mit ein. Wir haben diesen Prozess auch auf Basis von SharePoint implementiert, wo wir zum einen auch eine Plattform kreiert haben, wo wir die externen Partner mit einbeziehen können. Aus diesen Erkenntnissen von dem Best-Practice-Bericht haben wir eine Stärke-Schwäche-Analyse für die Voestalpine entwickelt und haben geschaut, okay, wo gibt es noch Schwachstellen, wo ist vielleicht was Interessantes dabei von den anderen Unternehmen, wo vielleicht die Voestalpine noch was machen kann. Und ich denke auch, dass für die anderen Unternehmen dieser Prozess ganz interessant ist, oder dieser Best-Practice-Bericht, was wir eher nachher ausgeschickt haben, damit sie einfach sehen, okay, was machen andere Unternehmen. Ich bin jetzt bei Frauscher Sensortechnik in der Bahnindustrie als Produktmanagerin. Dort kümmere ich mich um den ganzen Produktlebenszyklus von einem Achszählsystem und des Weiteren unterstütze ich nur im Innovationsmanagement, Patentmanagement und Wettbewerbsanalyse.